Darf ich das dort hinauren Gichina? Chigul gul duchtura Chalait michina Sassari tachti china Am Anfang sind wir mit denen in Schnee. Die haben nicht gewusst, dass man in einer Bindung einfach so reinstehen kann. Die haben nicht einmal gewusst, was fixe Skischuhe sind. Die haben keine Ahnung gehabt, dass man Pferde auf die Skitour und durchlaufen kann. Und dass es so Belege gibt, wo es schnell gleitet auf dem Schnee. Es ist schwierig zu sagen, was genau die Motivation ist. Aber sie sind motiviert. Da hat es Berge mit Pulverschnee, so weit, dass man schaut, aber es hat keine einzige Spur in diesen Bergen. Keine einzige Aufstieg, keine einzige Abfahrtsspur. Es ist ein unendliches Reich. Also das Skirennen bedeutet mir insofern etwas als, also vielleicht nicht unbedingt das Skirennen an sich, aber an und für sich, dass wir das Skifahren nach Afghanistan bringen konnten. Wir sehen das natürlich gerne in einer Art Parallele mit den Engländern, die vor 150 Jahren das Skifahren in die Schweiz brachten. Es gab auch verschiedene Verletzungen, wenn auch keine gravierenden. Wir hatten Platzwunden, wir hatten verdrehte Knie, wir hatten geprellte Schultern. Meine kleine Schachtel mit Schmerztabletten leerte sich auf jeden Fall rapide, aber das sind Afghanen und das sind harte Leute.